Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 394. Latein-Video. Heute geht es um die Lösungen, die ich im letzten Video, Lösungsvorschläge, die ich im letzten Video behandelt habe. Erstens, dum hec geruntur senatores homine solicitabant. Während sie das verhandeln, stachelten die Senatoren die Menschen an. Das nächste Beispiel war mit solange, dum spiro spero, das kennt ja jeder, solange ich atme, hoffe ich. Dann hatten wir drittens, bis, einmal mit dem Perfekt und einmal mit Futur 2. Mit dem Perfekt war das domi mansimus, dum pater retiit. Da steht hier, wir wollen warten, bis der Vater zurück ist. Ja, da muss man natürlich sagen, zurück ist im Lateinischen Futur 2, der Deutsche macht das da nicht, ja. Es ist ja bekannt, dass der Lateiner mit dem Futur kein Erbarmen kennt, der Deutsche weniger, und da sagt man also im Deutschen, bis der Vater zurückkehrt, da ist dieser zukünftige Aspekt schon drin, und deshalb braucht man das Verb nicht noch in das Futur zu setzen. Und das Letzte, muss ich mal eben gucken, was habe ich da geschrieben, expectemus, genau. Expectemus, dum pater retiret mit Futur 2, wir warteten, damit der Vater derweilen zurückkäme, biete ich als Lösungsvorschlag an. Das ist natürlich schrecklich, jeder Deutschlehrer oder jede Deutschlehrerin kriegt einen Herzanfall, also da müsst ihr jetzt selbst entscheiden, wie ihr das in ein schöneres Deutsch bekommt. Und das letzte war oderint, dum metuant, da schlage ich vor, sie mögen ruhig hassen oder sie mögen hassen, wenn sie nur fürchten. Kann man sicherlich auch schöner übersetzen. Ja, dann habe ich dumm mit dem Indikativ. Da habe ich einmal dumm vos luditis nos laboramus. Dann habe ich dumm hec geruntur Titus infines Romanorum pervenit als ersten Block. Als zweiten Block habe ich rausgesucht egroto dumm anima est spes esse dicitur. Zweitens, hoc feci dum liquit. Und drittens, quo ad potuit restitit. Und dann habe ich noch ausgesucht, haut desiit dum opus perfecit. Diese drei Gruppen gehören zusammen. Da sage ich dann, wenn es um die Lösungsvorschläge geht, mache ich noch die ein oder andere Grammatikbemerkung dazu. Ja, das war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.